letztes lockeres Bauchtraining, bevor wir es uns richtig geben. Wieder schön unsere Übung. Crunches, ja, ihr wisst Bescheid. Beine können abgelegt werden, wenn ihr wollt. Finger an die Schläfen, nicht am Kopf ziehen. Wer braucht, braucht Dosenstütze. Ansonsten könnt ihr hier beim Abkippen quasi schön ins Hohlkreuz und dann crunchen ihr schön an. Immer mit einer Sekunde Spitzenkontakt zu hören. Das ist leider Geschichte. Wieder BZV, bis nichts mehr geht. Dann kommt er rum, geht in den Liegestütz und zieht die Knie an. Natürlich will ich das euch selber wegschießen. Bleibt schön achtsam. Und ihr guckt doch mal, wie viel gehen. Das kann sein, dass ihr schon welche 50, 60, 70 oder 100 schaffen. Müsst ihr nicht übertreiben. Dann macht ihr als kleine Pauseneinheit ein paar Ausfallschritte. Ich sag mal, insgesamt würde ich hier für die Einsteiger nicht mehr als 10 Stück durchführen. Die Profis werden wahrscheinlich nach 20, 30 noch nichts merken. Das ist okay so. Dann durchatmen, 30 bis 60 Sekunden Pause. Und ihr guckt immer, dass ihr mindestens eure 5 Minuten voll macht. Wer richtig Gas geben will, macht 10. Sportfreien ist gleich.